Moin YouTube, was geht ab? Ich habe meine Zuschauer darum gebeten, und das seid ihr tatsächlich, eure Setups einzuschicken. Ich will eure Setups bewerten und ich will mein eigenes zeigen. Zukunftstamina kann euch vielleicht einen kleinen Eindruck geben, wie das aussieht. I am disgusted. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst super gerne ein Abo da und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ich möchte, wie bereits gesagt, hier einmal ganz kurz klar machen, worum es hier geht, okay? Weil das hier ist kein Spaß. Falls ihr denkt, dass ich hier irgendwie wholesome, safe space Streamer-Scheiße mache, nein, das könnt ihr euch abschminken. Bevor ich ein Mensch bin, bin ich nämlich ein Hater. Es gibt Punktabzug, wenn ich ein Funko Pop sehe und ein LED-Streifen. Funko Pops machen mir Angst. Ich finde sie gruselig. Ansonsten können wir loslegen. So, was sehe ich zuerst? Kein Funko Pop. Herzlichen Glückwunsch. Du bist schon mal nicht F-Tier. Aha. Ja. Zwei Tastaturen, zwei Mal. Wow. Oh. Das Kabelmanagement. Daran kann man auf jeden Fall arbeiten. Aber Bro hat ein Dual-PC-Setup anscheinend. Und no. Bro hat. Wie viele Setups sind das? Okay, kurz zählen. Wir haben hier zwei PCs, dann noch ein Laptop. Wir haben drei Tastaturen, drei Mäuse. Schloss Neuschwanstein, by the way. Was? Ihr Kulturopfer, du hältst dein Maul. Ich muss sagen, hat so ein bisschen Werkel-Vibes, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben hier Taschentücher. Aber ist okay, weil die habe ich auch. Und hier unten gibt es sogar hier so ein Fahrding. Fahrding? Ja, ich bin eine Frau, okay? Ha, get it? So, Hallöchen, ich bin's, der Sterzig. Oh nein. Danke für den coolen Ring nochmal. Och nee. Oh Mann. Ja. Freut mich, dass er passt. Das macht mich glücklich. Nimmst du das gerade mit Blitz auf, aber? Zeig doch jetzt aber mal das Setup vielleicht. Ja, ich zeige euch jetzt heute mein Setup. Mhm. Ich habe extra jetzt nicht unbedingt aufgeräumt, weil ich wollte, dass ihr die... Hab Angst. Erster Eindruck erstmal, wa? Das ist es. Ist das hier ein abgetrennter Fuß? Na, erklärt's ja bestimmt gleich noch. Beginnen wir mal hier. Das ist ein Fuß. Ah, danke. Danke, damit ist meine Frage beantwortet. Das ist der Hemi. Dann haben wir hier noch einen, also Strandmatte, Nagellackentferner. Warum denn? Aber... Ah, okay. Ne, meine Frage ist beantwortet. Hm. Hier hinterm Greenscreen, witzigerweise, ist hier Falkos ein Körbchen. Ja, yeah, da steht Falko manchmal. Das ist so mein Setup. Eine Sony FX3-Kamera. Alles schweineteuer, ne? Das kann sich keiner von uns leisten. Keiner von uns kann sich irgendwas in diesem Setup leisten. Wir haben jeweils ein Dual-Streaming-Setup hier. Zwei PCs, einer reicht nicht. Zwei High-End-Gaming-PCs. Sorry, nicht nur PCs, High-End. Gaming-PCs. Wir haben so ein dickes Soundsystem, was auch nur richtig am Rumbacken ist manchmal. Mm, top. Ich war mehrmals in diesen Studios und ich bin jedes Mal mit Kopfschmerzen rausgegangen, weil ich nicht verstehe, wie man sich davon 8 Lampen komplett zustrahlen lassen kann, ohne nicht mit einer Migräne daraus zu gehen. Warum sind denn aber Feuchttücher? Aber ansonsten war es es. Ich hoffe, das ist, es konnte überzeugen. Ja, ich bin höchst überzeugt. Film doch aber vielleicht mal dein Gesicht. Ja, danke. Achso, da ist noch eine PS5, glaube ich. Ja. Die noch mal ganz kurz erwähnt. Ganz kurz. Ja. Und das war's. Ah, die kleine Sterzmaus. Auf manche Leute kann man sich einfach verlassen, dass die was einschicken, wenn man sie 5-mal erinnert. Und dann ist das einfach nur geil. Kann es jetzt noch schlimm werden, frage ich mich an der Stelle. Yes. Das sieht sehr, sehr geil aus. Ich finde es farblich alles sehr nice abgestimmt. Da ist ein Stream von mir. Also ist das Setup automatisch schon geil. Sehr, sehr süßes Zimmer. Erstmal die Shisha. Wenn hier etwa Drogen konsumiert. LED-Streifen. Das gibt einen Punktabzug. Dann. Ich wusste nicht mal, dass man die so kaufen kann. Ah, hier läuft Tony Stream. Hier sind noch mehr. Noch mehr. Das sind noch mehr Kippen? Finde ich schön. Das ist, glaube ich, Noriax-Einsendung. Ich stelle euch heute mein absolut phänomenales, dreckiges Setup vor. Ich muss sagen, Shoutout schon mal an die Ente da oben. Wir fangen an mit meinem Computer. Mhm. Ich weiß nicht, was drin ist. Was ich weiß, er ist super dreckig und alles ist nasty. Geil, aber muss ja nur Minecraft drauf zocken, also ist ja in Ordnung. Ein bisschen reacten und so. Ich weiß, wovon ich rede. Leckt übertrieben alles. Jo. Vielleicht soll ich mal sauber machen. Bin zu faul dafür. Same. Dann habe ich eine absolut geile Kamera. Wow. Ich weiß nicht, irgendwie Sony-Bums. Man kennt ihn, den guten alten Sony-Bums. Und auch ein Stream Deck, womit ich das Spotify und so alles steuern kann. Wichtig. Monitore, keine Ahnung woher. Ich glaube, zwei sind von Asus und das sind BenQ. Ja, Monitore weiß ich nicht. Da bin ich auch relativ schmerzbefreit, muss ich sagen. Ihr werdet es dann auch an meinem Setup sehen. Wobei, da habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber vorher habe ich wirklich nur den erstbesten Monitor genommen, den ich in meine kleinen, gierigen Drecksfinger bekommen konnte. Ich habe einen Shure SM7B. So wie halt basically jeder Streamer jemals. Diese Classic
Kopfhörer, jeder kennt die, weiß, was es ist. Top. Dann habe ich hier einen Labello. Hautpflege ist ja auch nicht ganz unwichtig und vielleicht will er ja mal wieder Felix küssen. Weil ich sehr, sehr krustige Lippen habe. Mhm. Und Schmerztabletten, weil ich oft an starker Migräne leide. Oh. Alright. Oh, wie süß! Ja, hier wurde, glaube ich, gut zensiert, weil, oder, ich meine, wow, das ist ja ein klasse Setup, Digga. Hast du irgendwie ein Shelter bei Seven vs. Wild zweite Staffel aufgebaut, oder wie, oder was? Einfach ein Rode und ein Schure. Schöne Lenkrad, habe ich ja jetzt gelernt von euch, Chat. Ja, der LED-Streifen. Aber der ist von Elgato, deswegen ist es okay. Doppelte AirPods? Der Mann ist reich. Wir gehen weiter. Hello, hi, Chat, das ist mein Gott, hi! Bist du draußen? Hier sieht man erstmal meinen Gaming-PC. Da läuft natürlich der Stream. Ich finde, sie sieht heute besonders gut aus. Stopp! Stopp! Was? Stop it! Links, rechts meine ich natürlich. Daneben sieht man meine Gaming-Maus. Ah! Dann ist hier mein zweiter Gaming-Bildschirm. Für ja, Mann! Der gute alte 3DS in Pink. Perfekt. Da, wo ich dann immer Girl Cave droppt. Ah! Hä? Was ist denn das? Ist das etwa der Girl Cave-Zipper? Krass, Mann. ja, folgt oder ich fackel das ab. Nein! Sie hat ihn schon vor uns. Das sind geleakte Aufnahmen tatsächlich. Das darf niemand jemals erfahren. Das ist eigentlich ein geleaktes Design jetzt gerade. Oh, das ist sehr, sehr clean. Wir haben hier einen Tastatur-Konnoisseur. Ich habe mir tatsächlich auch letztens meine Tastatur selber zusammengebaut. Dass hier eine LED-Streifen-Fernbedienung ist, ignoriere ich jetzt einfach mal, okay? So, mir ist gerade aufgefallen, ich habe alles in Slow-Mo gefilmt. Deswegen nochmal Entry. Mm. Felix. Arr, dieser Fellow. Meine kleine Abstellbox. Da stelle ich einfach so die ganzen Sachen rein, die ich ja habe. Und jetzt gehen wir rein in mein Zimmer. Let's go. Also hier ist erstmal so ein Ball. Er denkt Roomtour. Das spiele ich einfach nochmal ab, wenn ich wirklich nach Roomtours frage. Free Content. Und hier beginnt das erste Setup quasi. Ich habe hier zwei Bro hat zwei Vorverstärker. Wollt ihr mein Audio-Setup mal sehen? Das ist, was ich hab. Bro hat halbe Instinct Office ausgeraubt, als er weggegangen ist. Oh mein Gott. Da oben steht der Vodafone-Router. Da ist ein Stream-Award. Ich glaube, du hast keinen Termina. Ist ja jetzt kein Grund, persönlich zu werden, oder? Mein PC, den hatte ich schon in Spandau damals. Ja, mein anderer wird gerade repariert. Oh, gute Tischplatte, aber sieht nice aus. Ja. We get it, du bist schweinereich. Hier ist dieses Togo-Sofa, was insgesamt irgendwie 10.000 kostet. So sieht das dann aus. Oh, netter Zipper. Bro, der redet wie du. Ja, ja, genau, das ist es. Er redet wie ich, nicht umgekehrt. Das ist super wichtig, das ist ein Kopfhörer-Preamp. Wenn das so super wichtig ist, warum habe ich das noch nie in meinem Leben gesehen? Genau, da kannst du einfach mehrere Kopfhörer drin haben, über einen PC und die halt noch so separat regeln. Ich habe auch eine andere Dingens, womit das auch funktioniert, ist tatsächlich einfach so ein Kabel hier zu nehmen, wo man einfach so mehrere dran machen kann. Aber das Kabel ist nicht verstärkt, es ist in ihr Opfer. Ja, aber ich muss in ihr tragen, weil ich sonst hässlich bin. Dann haben wir einen Schuh und noch einen Schuh für Gäste. Dann haben wir hier einen Hermano dos Melo. Ja, und noch einen zweiten, weil er nämlich schweinereich ist. Bester Stuhl, der gibt. Wo man drauf sitzen kann, noch ein zweiter Hermano Milo. Ja, ja. Ja, Kabelmanagement ist gerade ziemlich Arsch. Könnte schlimmer sein. Also der Wille ist da und das respektiere ich. Ja, das ist hier mein Setup. Wow. Ich find's super. So, was ist... Yo, Speedcube Shop. Ohne Witz, von Rubik's Cube und Leute, die das so richtig schnell lösen können, habe ich krassen Respekt, weil ich konnte das nie, weil ich bin schweinedoof. Der hier hat einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solche Mini-Würfel. Und hier auch sehr gut. What a 15-year-old Mass Killer looks like. True Crime finde ich immer ein bisschen scary, wenn Leute da ein bisschen zu intuit sind. Oh, sick. Das erste, was nur leider mir und meinem Anxiety-Arsch in den Kopf schießt, ist hier oben nicht wirklich jede Spinne, die es jemals in dein Zimmer geschafft hat. Die Lichter sind nice, weil es ist... Ich wollte gerade sagen, es ist kein LED-Streifen, aber leider doch. Ich muss sagen, LED-Streifen, wenn man sie nicht sieht, finde ich okay. LED-Streifen, wenn die so da sind und man sieht diese kleinen Pünktchen, finde ich nicht geil. LED-Streifen, wenn die so hinter Gegenständen sind und wirklich nur das Licht kommt, ist für mich in Ordnung. Das hier sieht auch sehr, sehr süß aus. Warum guckst du aber Masat und nicht mich? Wahrscheinlich, weil ich wieder nicht live war. So, das ist auch nice. Ich muss sagen, gelb finde ich halt als Farbe ist nicht meins. Ich hatte mal, und eigentlich hätte ich da schon herausfinden müssen, dass ich mental ein bisschen plemplem in der Birne bin. Ich hatte mal ein knallorangenes Zimmer. Knallorange. Und ich muss sagen, das hat mich nach wenigen Monaten wirklich in die mentale Krise getrieben. Aus seiner Wickelunterlage. Ich glaube, das ist so für Katzen. Gut, was haben wir hier? Monsterdosen? Ich kann halt nichts sagen, weil hier hängt eine Pride Flag. Basierend auf der Flagge und dem Fakt, dass, naja, Junker Queen von Overwatch 2 fett über dem PC ist, würde ich behaupten, das hier ist ein Lesben-Room. Lesbian Rights. So, wen haben wir als nächstes? Das hier ist
ein literarisches Kartenhaus. Wenn du einmal beim Zocken sauer wirst und irgendwie rumraged, das bricht zusammen. Edging on another level, oh mein Gott. Hier kommen wir zum Setup. Ein Bildschirm reicht. Yo. Maustastatur, Headset. I don't know what the fuck she's saying, but girl, I am living. Ich find's scheiße, Deutsch ist so süß irgendwie. Irgendwie ist das so mausig. Hinten ist beim PC. Aha. Und ja, dann noch Stuhl, der halb auseinanderfällt. Bro, du arbeitest auf diesem Gerät? Auf diesem Gerät sitzt du und machst deine Hausaufgaben? Oh nein! Oh Gott! Tatsächlich kein Hermann Miller. Oh! Mausig! Katze blind jetzt. Die hat einiges gesehen. Schokobonpapier? Wo? Ja, süß! Okay. Oh, das hier ist so ein bisschen Me versus My Girlfriend Setup. Das verwirrt mich. Windows XP Setup. Ja, die sind so, das sind solche Bürobildschirme. Das hat so ein bisschen was von Batman. So tagsüber bin ich remote am Worken. Ich bin in meinem Homeoffice. Ich bin in meinen Zoom-Calls und erfülle meinen sogenannten Job. Aber dann, wenn es dunkel wird, dann kommt das Biest in mir raus und ich zocke. Das hier finde ich ein bisschen relatable, weil hier kann man auch einfach mal Mensch sein. Das ist auch mal ein bisschen hier die Wahrheit. Ist nicht immer alles perfekt aufgeräumt, so. Ach, hier ist ein zweiter Laptop. Hier sind ja zwei Laptops. Du bist schweinereich. Du bist auch schweinereich. Was ist das? Wie clean. Die Schuhbox da hinten wirft natürlich auch ein bisschen Fragen auf. Interessante Auswahl an Wallpaper. Warum hast du denn aber drei Flaschen Wasser hier stehen und ein ESN-Getränk? Hier passiert auch wieder unfassbar viel. Wir haben ein Axe-Spray und ein ESN-Getränk. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich mit einem Gym-Bro oder einer Gym-Sis zu tun. Hetero, höchst. Höchst hetero. Aber das ist in Ordnung. Wir akzeptieren hier ja alle, ne, Leute? Auch die Heteros. Right. Warum ist die Webcam nicht auf dem Monitor? Ja, das ist so ein bisschen der ungünstigste Winkel, den du dir für eine Webcam aussuchen könntest. Wer hat denn aber Microsoft Edge auf seinem Desktop? Oh, süß! Girly Pop Setup. Anscheinend jemand, der sehr krass zeichnet. Oh, cool. I like it. Sind das Crystals? Heilsteine? Aha. Hey, Tamina. Hey, Chat. Oh mein Gott. Hi, Felix. Ich stelle euch heute mal ein Setup vor und ich fange mit einer kleinen Präsi an. Ich kriege eine komplette Präsentation. Ich bin Felix und auf Twitch heiße ich Felix 3PO, wie es hier auch steht. Man spricht es nicht 3PO aus, denn ich habe keine 3POs. Schade. Ich habe drei Bildschirme. Aha, ja. Gut. Headset und so, logischerweise. Und ja. Mikro. Dann auch da unten. Ah! Dann hier Messer, Taschentücher. Wofür das wird das Messer denn gebraucht? Dann Handschuhe, die sind für Trainieren mit so Hanteln. Liegen hier vorne. What the fuck is that? Übrigens bin ich unfassbar stolz drauf. Was ist das? Keine Ahnung, ob man es halbwegs erkennt, aber da ist ein Papa-Platte-Gesicht drauf. Wäre ich jetzt nicht so stolz drauf. Da ist noch Switch. Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli waren geil. Und Controller. Könnt ihr übrigens raten, welches mein Lieblings-Pokémon ist? Ich würde sagen, es ist Pikachu. Es ist nämlich Mimikma. Copic-Mark, du bist schweinereich. Ich würde behaupten, das ist hier von einem Girl, aber ich will keine Genders assume. Aber hier ist ja ein Wäscheständer, wa? Wen haben wir hier? Oh, hallo. Ah, das ist Lea von Bunchbar. Da wird man ja Bipo direkt begrüßt von hallo dem studioeigenen Hund. Oh. Da drüben irgendwo ist der Bedienstete am Saugen. Aber es wird wahrscheinlich nicht Matteo sein, ne? Unsere hauseigenen Regie. Wow. Die hauseigene Regie, man kennt's, ne? Ein Countdown. Der anzeigt, wenn das Stream losgeht. Gut gemanagte Kabel, wie man hier sehen kann. Switch-Controller auf dem Boden. RGB darf nicht fehlen. Wichtig. Vor allem nicht Fortnite. Guck's dir an. Wann spielen wir Lego Fortnite? Ich habe keine Freunde. Oh, ich habe sogar noch Fotos dazu bekommen. Richtig Mühe gegeben hat sich hier der Leon. Das verdient Respekt und Applaus. Holy fuck. Hier ist jemand am Werkeln. Der Dyson. Yo, hier ist jemand wirklich super, super reich. Handcreme, auch wichtig. Ist doch Handcreme, oder? Ist ja Handcreme. Ist das hier so für WLAN oben? Was ist das für eine Antenne? So. Ich weiß nicht so ganz, was hier vor sich geht. Ob das so eine eingegangene Blume oder sowas sein soll. Was hier um die Ecke passiert, traue ich mich nicht zu fragen. Moment, Plate! Hier steht einfach Sigma. Wir machen weiter. Oh, das habe ich nie geschrieben. Ich würde niemals so mit meinen Viewern umgehen. Das mit dem LED-Streifen verwirrt mich. Der liegt da so... so... verloren.
Termina, der Tisch, ruft den an. Wollen wir den haben? Willst du den haben? Ich kaufe dem den ab. Den hatte ich. Das ist meine Vergangenheit. Dass das halt auf dem Pizzakarton liegt. Hier liegt eine Flasche Wasser, da liegt irgendeine Flasche. Aber Hauptsache die 10 Kilo Hantel. Oder 20 Kilo sind ja 10 auf jeder Seite. Und danach hast du das Katzenspielzeug. Und die Burger King Krone. Ich bin sprachlos. Tatsächlich. Es wäre halt wirklich einfach schon so viel getan, wenn einfach der Müll nicht wäre. Bitte, bitte, bitte räum ihn auf. Oh, sogar hier mit Specs. Razer Kraken Pro 2, V2, Ducky One, Sony. Sehr nice. Es sieht übergeil aus. Oh, sehr cool. POV, du guckst mir dabei zu, wie ich deinen Stream schaue. Naja, so kannst du ihn ja aber gar nicht sehen. Wir gehen weiter. Du benutzt ja aber kein Jamie-Oliver-Buch als dein Mauspad, um League of Legends zu spielen. Jamies 30-Minuten-Menüs. Vielleicht brauche ich das mal. Kriege ich den Koststream in weniger als 4 Stunden hin, wa? Oh Gott im Himmel, meine Herren. Freunde, ich zeige euch mein Setup. Schön, dich zu sehen, Zabex. Eine Tastatur mit Tasten, Audio-Interface. Klasse. Aber, Mike, bitte. Manchmal denke ich mir, ich würde mich gerne von meinen Streamerfreunden bezahlen lassen, damit ich deren Kabelmanagement irgendwie fixe. Lass dich drüber reden, ich ignoriere das einfach, weil ich gar keine Lust habe. Nee, finde ich auch fair. Befassen. Ja. Der Schreibtisch ist höhenverstellbar. Oh. Damit Felix Oma keinen Bandscheibenvorfall bekommt, wenn sie mir anders Best-Support gibt, wenn ich meine League of Legends Lane dominiere. Ja. Ein Brief vom Finanzamt, da kümmere ich mich nächstes Jahr drum. Okay, top. Hab ich recht, Leute? Ja, klar, Mann. Ja, Mann. Das ist der Hintergrund. Eine Lampe mit einem Supreme-Sticker aus Frankreich. Warum ist es wichtig, dass der aus Frankreich ist, aber? Hier noch ein bisschen Weihnachtsdeko. Oh, ist halt bei ihm weihnachtlicher eingerichtet als bei mir. Ja, das war's eigentlich. Relativ uninteressant, aber ein Setup, was mit Liebe gebaut wurde. Gott. Oh, das Kissen sieht hart cozy aus. Ich lieb's. Zipper spotted! Yeah! Was ich hier wild finde, ist, dass diese angefangene Packung Snacks wieder so süß zusammengemacht wurde. Weil sobald ich so ein Ding aufmache, weg. So. Das finde ich ein bisschen besorgniserregend. Oh ja, hier ist eine Packung Nougat-Bits. Hier ist einfach ein halb geöffneter Koffer. Ich wette, der liegt da auch schon seit Monaten und wird einfach nicht weggeräumt. Dass hier die geile selbstgebaute Tastatur ist und man dann die 10 Tacken von Amazon Genius-Tastatur benutzt. Based. Habe ich monatelang genau so gemacht. Aber ja, bitte räum auf. Da bin ich. Was zur Hölle ist denn aber der BDSM-Room? Ha! Girlcave-Sticker auf Mac. Geil. Ich bin hier kein Tischsticker. Ich bin das, was man auf dem Mac tut, um zu flexen. Das ist, was ich bin. Wieso nicht? Das bin ich. Damn. Das ist von Lina, oder? So modden meine Leute. Das ist, wo meine Leute modden und sexy aussehen. Kabelmanagement clean, ganzes Setup hier clean. Wusstet ihr, die beiden haben sich kennengelernt durch mich? Durch diese alle hier. Na, hier Girlcave. Da würde ich mich hinsetzen und da könnte ich so richtig runterkommen. Next up. Ein Drucker, der wahrscheinlich nie funktioniert, wie man ihn braucht. Gute alte Ikea-Glas. Ein Spidget-Finner. Spidget-Finner. Sehr clean. Also gut. Der PC. Wer ist er aber? Bro hat einfach Mikrofon-Emoji als Mikrofon. Es sind so viele Funko Pops. Girlcave-Sticker spottet. Ich glaube, ist falsch rum aufgeklebt, aber das ist egal. Da bin wieder ich, wie ich höchst sympathisch und überhaupt nicht auffordernd bin. League of Legends Hintergrundbild. Das ist sehr schön. Hier sehe ich Erotik. Du bist die Schönste, steht hier. Dankeschön. Leute, die so Stecker benutzen, wo dann das LAN-Kabel durchgeht, funktioniert das? Ich habe immer das Gefühl, da geht ultra viel Leistung verloren. Natürlich mit dabei. Ja. Das kann nie verwöhnen. Es ist der PC. Ja, würde ich genauso zustimmen. An beiden Seiten. Ist bisher auch nur einmal abgebrannt, ne? Ah! Na dann. Einmal, es ist toll. Ich freue mich, Super. Warum hast du denn so viel Raid-Spray hier? Aber wie viel? Zwei Monitor. Wieso hast du so viel Das sind. Natürlich, brauch. Das sind 4 Do. Und die Bubis! Was passiert hier gerade? Draußen ist mein Kamerad Harry. Ah, der wohnt top. Hier. Klasse. Und er kackt hier. Ah. Sehr viel. Achso, und da ist sein Sohn Larry. Achso. Kannst du ein bisschen sehen. Nice. Oh mein Gott, da sind 3. Das war noch nie vorher so. Oh mein Gott, für mich. Aber über die 4 Raid-Dosen willst du jetzt irgendwie nicht reden, oder wie, oder was? Ey, ihr seid alle so krass, ihr habt so richtige Themes. Aber wir haben tatsächlich nicht 3 Funko Pops. Wir haben 1, 2, 3 und 4. 4 Funko Pops. Und 2 davon sind Batman. Chopper Plush, Based. Das hier habe ich von Max zum Geburtstag geschenkt bekommen. Auch süß. Ey, solche Regale finde ich auch so geil. Wo man so schön so zeigen kann, was man... Der Bier, ist das ein Bierkasten? Ist das so ein Hocker, den man sich vor die Toilette... Ah! Bro, die Switch auf der Heizung, wenn du die anmachst, das Ding brennt dir durch. Leute, meine Güte. Wie gut. Ich will auch so coole Figuren haben, aber die kosten halt immer so viel. Gardevoir, eins der objektiv besten Pokémon. Sehr guter Geschmack.
Alter, Barber-Setup. Was ist das? Sind das so 10 Zoll? Oh Gott. Und darauf willst du Phasmo spielen? Und Detroit Become Human? Alter, das Arbe-Ding röchelt wahrscheinlich komplett. XXX-Ordner. Microsoft Edge? Ist geöffnet? NASA-Computer. Sick. Alter, ein Relikt. Wirklich ein OG-DS mit Pokémon Smaragd. Slay a day keeps the doctor away. Abonniert Mina. Oh, süß. Deine Struktur hier finde ich besorgniserregend. Und ich finde, das sollte strafrechtlich verfolgt werden. Und die Taskleiste ist an der Seite. Das ist Chaotic Evil. Für echt, für echt. Süßer Bonsai. Wir hatten auch mal einen, dann ist er eingegangen. Nice. Gefällt mir richtig gut. Geile Ta... Ist ja fürs Naseputzen, right? Hier oben einfach komplette Avengers getroffen. Foto mit Max. Ich glaube, das ist Kapuzenwurm. Fischkorb. Fang. Gronk. Horde. Alter. Warum habt ihr denn alle so eine... Ich wollte Ekel. Ich wollte Schmutz. Ich wollte Müll. Das ist zu schön für mich. LED-Streifen hier direkt. Minuspunkt. Aber ansonsten sehr... Ah! Kurzer Disclaimer. Ich habe gerade eine Weisheitszahn-OP und lebe gerade in meinem Bett, basically. Ja, das ist jetzt mein Setup. Geil. Wir gucken gerade Felix Stream. Mein Beileid. Das ist schlimm. Ja. Hier liegt eine Socke und ein Handy und Schmerztabletten und eine Powerbank. Damit das Video jetzt noch funny wird, ich bereue es jetzt schon, aber alles für Content. Oh weia. Oh nein, die Arme. Alter, Pokale hier. Sie ist einfach... Stop, Ofa, du Arsch. Alter, wessen Setup könnte das wohl sein? Yippie, hey. Nova. Ja, das ist in White, aber eigentlich ist auch gar nicht so viel in White, weil das alles in Schwarz ist. Und, top. Hier sind One-Piece-Girls. Oh, die mit den geilen Möppen. Coole Kamera und zwei Keyboards. Oh Mann, das sieht alles so professionell aus. Oh, wer ist das denn? Oh mein Gott, das sind wir! Und ja, hier ist meine Make-up-Station und da sind meine Steuern. Wow! Baba. Dein PC steht ja aber nicht auf einem Karton und einer sehr, sehr dünnen Platte. Was ist denn eine Tastatur mit 3 Tasten, Bro? Alter, sind das... Sind das Snacks? 3 Switches? 3 Nintendo Switches und Alkohol? Oh, oh wow, oh wow. Hast du das aus einem GameStop geklaut? So, gib das denn mir an. Ah, das ist mein Mod übrigens. Zunächst einmal haben wir eine ganz süße Katze. Ah! Katzi! 2 Bildschirme mit ganz viel PC-Kram. Wow. Ist das... Hat der Laptop... Ist das doch Teil vom Laptop? Das sieht für mich aus, wie wenn man in Photoshop AI Generation benutzt und sagt, mach mir einen Laptop und das kommt irgendwie dabei raus. Ich bin verwirrt. Ganz viele Autogramme. Oh, süß! Da bin ich! Zum Beispiel der hier. So sah mein Setup, by the way, aus, bevor ich aufgehört... Das ist so ich mit Make-up versus ich ungeschminkt. Moin moin und willkommen zu meinem Setup-Video. Ah. Das hier oben ist Frank. Hallo Frank. Frank, weil mein Hund, dem man die Augen so ein bisschen ausgerissen hat. Ja, und im Hintergrund, da ist noch ein Fernseher und Druckerpapier und die Hobbys, die ich aufgegeben habe. Ich kann das alles wieder nicht mehr. Tut dir das nicht weh, hier zu sitzen? Warum ist da ein Straßenschild? Ist das hier ein Stück Skelett? Ist das hier ein echter Kopf? Digga, na! Hier wird gezockt. Essen und Getränke, leise abstellen, Klappe halten und Abflug. Max hat genau dieses Schild vor seiner Tür. Ich kenne diesen Fuß tatsächlich. Dieser Fuß kommt mir sehr bekannt vor. Leute, bitte schnallt euch an, holt euch was zu trinken, was zu essen. Wir müssen das jetzt gemeinsam durchstehen, okay? Also. Oh, wer streamt denn da im Hintergrund? Mein Setup. Grüße gehen raus. Hier zocke ich. Ja. Das ist mein Lieblingsspiel. Warlords Battlecry 2. Der dritte Teil ist auch schwer in Ordnung. Da gibt es aber quasi das Gleiche, nur da gibt es nochmal. Also, ich habe hier den Vision Master 17. Trägst du zufälligerweise keine Hose? Der hat 17 Zoll. Und hier, mein Rechner hat tatsächlich 450 MHz. Schnurrt wie ein Tiger. Ja. Und da kannst du alles zocken, worauf du Bock hast. Ich kann dir zeigen. So geht der an. Und dann hier der Vision Master 17. So. Ja, und wenn ihr... Ich fasse das alles nicht. Also wenn du Bock hast, das dauert jetzt so 5 Minuten. Cool. Gehen wir nochmal meine Spielesammlung durch. Also na es klar. Sind natürlich einige Klassiker, wie Anno 1602 und so. Ja. Stronghold, gut, die Spiele laufen ja nicht, höchstens das, 1602. Die laufen alle auch eher nicht, vielleicht noch, naja. Aber hier habe ich tolle Spiele. H1 von einer, ich glaube, das war Spielepyramide, da wart ihr noch flüssig. Den Spruch bringt er immer bei Jüngeren. Oh, da wart ihr noch flüssig, da wart ihr noch flüssig. Denk dir 9 aus. Hast du ihn wegen Robin Hood genommen? Nee, ich habe ihn genommen, weil er scheiße reich ist, tatsächlich.
Ja. Ja, ich hab hier einiges. Aua. Hier, Heroes 5. Nee. Den Dreier. Hier ist nochmal Nacht. Oh Mann. Also wie gesagt, der braucht... Digga. FIFA 98. Ja. NHL 98. So, dann... Oh, jetzt geht's los. Das Bionicle Wallpaper killt mich komplett. Ja, das ist mein Bionicle... Wallpaper. Wallpaper, ja. Der lädt jetzt den Desktop. Das ist toll. Man muss manchmal gucken, dass man hier aufmacht. Und da ist manchmal so Peke. Seht ihr das? Diese graue Peke. Hätte ich jetzt nicht sehen müssen unbedingt. Ich muss die einmal wegmachen. Weil dann geht die Maus nicht richtig. So. Habe ich das natürlich unterm Fingernagel, aber ist besser als in der Maus. Das ganz normale Unreal, das Unreal kennt kaum period. Einer. Alle kennen immer nur Tournament. Sheep, da muss man, glaube ich, Schafe bumsen. Das sind jetzt, das ist meine Konfirmandenfreizeit. Die Bilder sind privat. Oh, das ist klasse. Das habe ich aus einer Mickey Maus. Racers. Racers. So, jetzt würde ich hier einmal mit euch... Falco, sei bitte ruhig. Falco, hör auf, ich nehme ein Video auf. Ja, also hier habe ich Little Fighter 2, Age of Empires... Ich fasse das nicht, das funktioniert halt alles, ne? Das ist halt, also das geht alles noch. Ja, ja, damals war geil die Grafik. Also es ist heute. Also ja, ist heute. Ja, ja. Das ist die Intro-Sequenz von Heroes 3. Danke, hätte ich nicht gedacht. Da gucke ich gerade Minas Stream und mache Alarm. Und da kommt sie. Für mich ist das zumindest Mina. Oh. Und das ist Kalle. Also für mich ist das Mina. Die hat halt deutlich dickere Titten. Harpien, Beholder, Medusen, Manticore, Minotaure. Ja. Und das sind Troglodyre. Gesundheit. Das war meine Setup-Tour. Sorry, falls ihr nebenan vielleicht meine nervige Freundin gehört habt, die streamt ab und an. Du hast also eine Freundin und geierst aber einer Streamerin hinterher? Yo, okay. Vielen herzlichen Dank, tolles End-Thumbnail hier am Ende. Kommen wir zum nächsten Setup, wa? Und zwar meinem Setup. Herzlich willkommen. Hier geschieht die Magie und mit Magie meine ich sehr unregelmäßige Streams und Videos. Kleiner Disclaimer vorab, nein, es ist hier nicht immer so ordentlich. Ich habe extra für euch aufgeräumt und ich hoffe, das wird wertgeschätzt. Aber ohne Witz, ich muss sagen, ich finde die Ästhetik sehr nice, deswegen werde ich es versuchen beizubehalten. Ob mir das gelingt, werden wir sehen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich bin gleich soweit, okay? Gut, beginnen wir mit der Basis, auf der mein gesamtes Setup aufbaut, und zwar mein Schreibtisch. Ich habe, wie man unschwer erkennen kann, einen höhenverstellbaren Schreibtisch, und zwar von Vernal. Und wer meine Videos schon länger kennt, weiß, was für ein integraler Bestandteil ein höhenverstellbarer Schreibtisch in meinem Content ist. Beispielsweise in den Videos mit Max und Sterzig oder das WeFit-Video. Und mittlerweile ist sowas für mich auf jeden Fall unabdingbar. Also ich bin mittlerweile echt riesiger Fan davon geworden, mein Setup im Stehen zu benutzen. Einfach damit ich nicht immer so vom PC versacke. Ich mag das zum Beispiel ganz gerne, irgendwie Musik laufen zu lassen und hier rumzuwuseln, wenn ich irgendwas anderes machen muss. Und dafür ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch einfach perfekt. Und mit dem Vernal Setup in One System ist es super einfach, sich einen eigenen Schreibtisch zusammenzustellen, der komplett an die eigenen Bedürfnisse angepasst ist. Ich habe mich jetzt zum Beispiel für eine 1,80 x 75 cm Platte entschieden. Die ist aus Walnussbaum. Das Gestell ist weiß. Ich finde das immer sehr, sehr nice. Das ist ein cooler Kontrast. Dazu gibt es noch 8 Zusatzoptionen für Accessoires, die man sich noch dazu holen kann. Ob das ein CPU-Halter ist oder eine Monitorhalterung. Ich habe mich zum Beispiel für eine Schublade und einen Rollcontainer entschieden, weil ich kann Stauraum immer gut gebrauchen auf jeden Fall. Die Schublade kann man zum Beispiel auch für die Tastatur benutzen. Mache ich jetzt persönlich nicht. Ich habe da einfach ein bisschen Krimskrams drin. Ansonsten war der Aufbau super entspannt. Also ich habe mir einfach einen Stream angeschmissen und das alles in 0,x eigentlich zusammengebaut. Und zwar ohne Hilfe. Es war sogar for free eine Halterung fürs Kabelmanagement dabei. Die habe ich eingebaut und das zusammen mit so alten Sachen, die ich noch hatte, kombiniert. Und ich finde, das sieht eigentlich echt ganz gut aus dafür, dass ich da halt ständig irgendwie ran muss und was austauschen muss oder so. Ist es für mich nicht sinnvoll, alles komplett festzumachen und so. Deswegen mag
mag ich was, was einigermaßen versteckt ist, aber wo man trotzdem noch gut rankommt. Und ich glaube, ich habe das ganz gut gelöst. Der Tisch ist super stabil, super variabel. Man kann die Höhe von 58 bis 123 cm einstellen. Man kann sich auch für Presets speichern und das ganze Ding hält 160 Kilogramm Gewicht aus. Also, wenn ihr ordentlich Technik habt, seid ihr good to go auf jeden Fall. Und solltet ihr gerade auf der Suche nach einem wundervollen, höhenverstellbaren Schreibtisch sein, schaut gerne bei Vernal vorbei. Ich habe hier einen wundervollen Code für euch, mit dem ihr 7% Rabatt bekommt. Und ja, wir machen weiter. Kommen wir nun zu dem ganzen kleinen Kram, der auf dem Tisch ist. Zum einen habe ich hier einmal Mikrofonarm von Elgato. Ich finde ihn sehr nice, weil der nicht so hoch ist und dann nicht so sehr ins Bild ragt. Den finde ich sehr, sehr nice. Logischerweise ist da gerade kein Mikrofon dran, weil... naja, ich es halt gerade benutze. Ansonsten haben wir hier ebenfalls von Elgato ein Stream Deck. Für jeden Streamer unabdingbar mittlerweile. Ich finde es sehr, sehr nice. Mir hilft es sehr, hier die verschiedenen Szenen einzustellen, Discord-Settings und so weiter und so fort. Also das ist alles ganz wundervoll. Ansonsten habe ich hier eine Maus von Logitech. Die habe ich mal bei Instinct mitgehen lassen, aber... bis jetzt ist es noch niemandem aufgefallen. Die Tastatur, die ich benutze, habe ich tatsächlich selber zusammengebaut. Das war ein wundervolles Wochenendprojekt. Die ganzen Einzelteile davon habe ich von KBD-Fans, aber Leute, das ist ein unfassbar teures Hobby. Diese Tastatur hat mich bestimmt irgendwie 300 Tacken gekostet und so. Sie ist süß, ja. Und ich füge euch gerne einmal ganz kurz hier die einzelnen Sachen ein, die einzelnen Komponenten, die ich benutzt habe. Aber nichtsdestotrotz, jede andere Tastatur tut's auch. Ansonsten habe ich hier hinten einmal so eine kleine Ablage, eine kleine Schüssel, die meine Mom mal getöpfert hat. Da drin sind die Essentials, aka ein Lipgloss und ein kleines Cuttermesser für Pakete. Was man hier sonst noch sehen kann, sind meine Lautsprecher, die sind von Logitech. Die benutze ich ganz gerne, um halt auch mal laut irgendwie am PC zu arbeiten, beziehungsweise irgendwie mal Musik zu hören oder so. Geht auch über Bluetooth, sprich der PC muss gar nicht an sein, dafür, dass ich das benutzen kann, was sehr, sehr geil ist. Ansonsten habe ich hier mein Trusted Wave XLR. Darüber hört ihr gerade den Ton. Ich habe schon viele, viele verschiedene Sachen ausprobiert in Richtung Ton und in Richtung Audio. Aber das hier ist für mich bis jetzt am entspanntesten gewesen. Ich finde es sehr, sehr nice. Hier befindet sich die andere Seite. Hier ist noch der passende Subwoofer zum Lautsprecher. Hier ist einmal meine Kamera. Das ist eine Sony A5100 mit, ich glaube, mit dem Standardobjektiv. An den PC angeschlossen wird das Ganze über den Elgato Cam Link und mit so einer Dummy-Batterie betrieben, damit da niemals der Akku ausgeht. Ansonsten ist hier meine Nintendo Switch. Die läuft über die Elgato Game Capture Card. Die Lego-Blumen stehen hier übrigens nicht immer, die habe ich nur für die reine Ästhetik hier reingetan. Dann habe ich hier einmal einen kleinen Totoro hängen, ich fand den ganz süß, den habe ich aus Japan 2016, also schon sehr, sehr lange her. Dann haben wir hier einmal meine Monitore, ich habe zwei, das ist für Streamer und Content-Creator generell eher ungewöhnlich. Mir reichen zwei, ich hatte mal eine Zeit lang drei und war damit ehrlicherweise mehr overwhelmed, deswegen zwei sind perfekt. Und das ist der Wallpaper, mache ich über Wallpaper Engine. Gutes Licht darf natürlich auch nicht fehlen und ich benutze dafür die Keylights von Elgato. Diese wurden mir tatsächlich zugeschickt von Elgato, deswegen vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ich habe die mittlerweile schon eine ganze Weile, weil ich meine Setup-Tour immer wieder aufgeschoben habe, deswegen es tut mir leid. Aber ja, ich finde die großartig. Was ich an denen einfach ultra nice finde, ist, dass man den Farbton als auch die Helligkeit einstellen kann. Da hat man super viel individuellen Spielraum. Ich finde das perfekt. Ich habe die meisten sogar nur auf 5%, weil die einfach so hell sind. Es ist super. Kommen wir nun zum Herzstück dieses Setups, und zwar... mein PC. Mein PC ist von NZXT. Genauer gesagt ist das der Player 3 Prime aus der Player PC-Reihe. Dieses Gerät ist wirklich ein komplettes Powerhouse. Da ist zum Beispiel eine Nvidia 4090 drin. Ich habe mir ganz, ganz viel Arbeitsspeicher ausgesucht, damit ich da meine ganzen Streams und so immer perfekt aufzeichnen kann. Und ansonsten ist da wirklich das Beste vom Besten drin. Ich füge euch die Specs einmal genau ein. Ich wusste, dass es Zeit für einen neuen PC ist, als ich Fortnite nicht mehr ohne Lag streamen konnte. Das war wundervoll, diese Realisation. Aber mit dem Gerät hier ist es ein Klacks. Ich habe da drauf auch Cyberpunk auf maximalen Einstellungen mit Raytracing und so gespielt. Sachen, die ich mir sonst immer nur in YouTube-Videos angucken konnte. Und jetzt kann ich es mit meinen eigenen Augen sehen. Es ist ein Traum. Das Ding schnurrt wie ein Kätzchen währenddessen. Ich habe richtig, richtig Bock, nice Spiele damit on Stream zu zocken. Ich werde zum Beispiel bald ein kleines Streamer-Event starten. Und das wird auch von NZXT unterstützt. Deswegen freue ich mich sehr, dass es darüber laufen wird. Aber dazu nochmal ein anderes Mal mehr. Und wenn auch ihr gerade auf der Suche nach einem neuen PC seid, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, mal bei NZXT vorbeizuschauen. Die Player-PC-Reihe bietet für alle Bedürfnisse die passenden Modelle. Das Ganze wird in Deutschland gebaut und versendet, meistens schon 48 Stunden, nachdem man bestellt hat. Und nicht nur das, denn vom 21. bis 26. Dezember gibt es einen Holiday Sale. Bei der sind alle PCs der Player PC-Reihe um 100 Euro reduziert und generell gibt es bei allen PC-Modellen kostenlosen Versand. Wenn ihr euch also für 2024 vorgenommen habt, Gaming zu einem aktiven oder aktiveren Hobby zu machen oder ihr vielleicht Bock habt, selbst eine Content Creation anzufangen, sei es Streaming, sei es Video machen, NZXT hat euren Rücken. Ich bin auf jeden Fall ultra dankbar und obwohl ich den schon einige Wochen habe, habe ich mir einen Moment extra für diese Setup-Tour aufgehoben.
Beautiful.